Ja, das ist dann eben ein Thema für die Untersuchung, die wir nach 3 Monaten durchführen. Dann wird die Sehleistung ohne Korrektur, ohne vorgehaltene Gläser geprüft. Es wird auch noch einmal getestet, ob mit vorgehaltenen Gläsern die Sehleistung sich darüber hinaus noch steigern lässt. Wenn das der Fall ist, dann besteht die Option, den Eingriff zu wiederholen.